Auf der Straße musste er den Pelz öffnen. Es war plötzlich Tauwetter eingetreten, der Schnee auf dem Fußsteig beinahe weggeschmolzen und in der Luft wehte ein Hauch des kommenden Frühlings. Von Fridolins Wohnung in der Josefstadt, nahe dem Allgemeinen Krankenhaus, war es kaum eine Viertelstunde in die Schreivogelgasse. Und so stieg Fridolin bald die schlecht beleuchtete, gewundene Treppe des alten Hauses in das zweite Stockwerk hinauf und zog an der Glocke. Doch ehe der altväterische Klingelton sich vernehmen ließ, merkte er, dass die Türe nur angelehnt war. Er trat durch den unbeleuchteten Vorraum in das Wohnzimmer und sah sofort, dass er zu spät gekommen war. Die grün verhängte Petroleumlampe, die von der niederen Decke herabhing, warf einen matten Schein über die Bettdecke, unter der regungslos ein schmaler Körper hingestreckt lag. Das Antlitz des Toten war überschattet, doch Fridolin kannte es so gut, dass er es in aller Deutlichkeit zu sehen vermeinte. Hager, runzlig, hochgestirnt, mit dem weißen, kurzen Vollbart, den auffallend hässlichen, weißbehaarten Ohren. Marianne, die Tochter des Hofrats, saß am Fußende des Bettes mit schlaff herabhängenden Armen, wie in tiefster Ermüdung. Es roch nach alten Möbeln, Medikamenten, Petroleum, Küche, auch ein wenig nach Kölnisch Wasser und Rosenseife, und irgendwie spürte Fridolin auch den süßlich faden Geruch dieses blassen Mädchens, das noch jung war und seit Monaten, seit Jahren in schwerer häuslicher Arbeit, anstrengender Krankenpflege und Nachtwachen langsam verblühte. Als der Arzt eingetreten war, hatte sie den Blick zu ihm gewandt, doch in der kärglichen Beleuchtung sah er kaum, ob ihre Wangen sich röteten wie sonst, wenn er erschien. Sie wollte sich erheben, eine Handbewegung Fridolins verwehrte es ihr. Sie nickte ihm mit großen, aber trüben Augen einen Gruß zu. Er trat an das Kopfende des Bettes, berührte mechanisch die Stirn des Toten, dessen Arme, die in weiten, offenen Hemdärmeln über der Bettdecke lagen, dann senkte er mit leichtem Bedauern die Schultern, streckte die Hände in die Taschen seines Pelzrockes, ließ den Blick im Zimmer umherschweifen und endlich auf Marianne verweilen. Ihr Haar war reich und blond, aber trocken, der Hals wohl geformt und schlank, doch nicht ganz faltenlos und von gelblicher Tönung, und die Lippen wie von vielen ungesagten Worten schmal. »Nun ja«, sagte er flüsternd und fast verlegen, »mein liebes Fräulein, es trifft Sie wohl nicht unvorbereitet.« Sie streckte ihm die Hand entgegen. Er nahm sie teilnahmsvoll, fragte pflichtgemäß nach dem Verlauf des letzten tödlichen Anfalls. Sie berichtete sachlich und kurz und sprach dann von den letzten verhältnismäßig guten Tagen, in denen Fridolin den Kranken nicht mehr gesehen hatte. Fridolin hatte einen Stuhl herangerückt, setzte sich Marianne gegenüber und gab ihr tröstend zu bedenken, dass ihr Vater in den letzten Stunden kaum gelitten haben dürfte. Dann erkundigte er sich, ob Verwandte verständigt seien. Ja, die Hausbesorgerin sei schon auf dem Weg zum Onkel und jedenfalls werden bald Herr Dr. Rödiger erscheinen. Mein Verlobter, setzte sie hinzu und blickte Fridolin auf die Stirn statt ins Auge. Fridolin nickte nur. Er war Dr. Rödiger im Verlaufe eines Jahres zwei- oder dreimal hier im Hause begegnet. Der überschlanke, blasse junge Mensch mit kurzem blondem Vollbart und Brille, Dozent für Geschichte an der Wiener Universität, hatte ihm recht gut gefallen, ohne weiter sein Interesse anzuregen. Marianne sähe sicher besser aus, dachte er, wenn sie seine Geliebte wäre. Ihr Haar wäre weniger trocken, ihre Lippen röter und voller. Wie alt mag sie sein? Fragte er sich weiter. Als ich zum ersten Mal zum Hofrat gerufen wurde, vor 3 oder 4 Jahren, war sie 23. Damals lebte ihre Mutter noch. Sie war heiterer, als ihre Mutter noch lebte. Hat sie nicht eine kurze Zeit hindurch Gesangslektionen genommen? Also diesen Dozenten wird sie heiraten. Warum tut sie das? Verliebt ist sie gewiss nicht in ihn
Und viel Geld dürfte er auch nicht haben. Was wird das für eine Ehe werden? Nun, eine Ehe wie tausend andere. Ach, was kümmert's mich? Es ist wohl möglich, dass ich sie niemals wiedersehen werde, denn nun habe ich in diesem Hause nichts mehr zu tun. Ach, wie viele Menschen habe ich nie mehr wiedergesehen, die mir näher standen als sie. Während ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, hatte Marianne von dem Verstorbenen zu reden begonnen. Mit einer gewissen Eindringlichkeit, als wäre er durch die einfache Tatsache seines Todes plötzlich ein merkwürdigerer Mensch geworden. Also wirklich erst 54 Jahre war er alt gewesen? Freilich, die vielen Sorgen und Enttäuschungen, die Gattin immer leidend, und der Sohn hatte ihm so viel Kummer bereitet. Wie? Sie besaß einen Bruder? Gewiss, sie hatte es dem Doktor doch schon einmal erzählt. Der Bruder lebte jetzt irgendwo im Auslande. Da drin in Mariannes Kabinett hing ein Bild, das er im Alter von 15 Jahren gemalt hatte. Es stellte einen Offizier dar, der einen Hügel hinunterspringt. Der Vater hatte immer getan, als sähe er das Bild überhaupt nicht, aber es war ein gutes Bild. Der Bruder hätte es schon weiterbringen können unter günstigen Umständen. »Wie erregt sie spricht«, dachte Fridolin, »und wie ihre Augen glänzen. Fieber? Wohl möglich. Sie ist magerer geworden in der letzten Zeit. Spitzenkatarrh vermutlich.« Sie sprach immer weiter, aber ihm schien, als wüsste sie gar nicht recht, zu wem sie sprach oder als spräche sie zu sich selbst. 12 Jahre war der Bruder nun fort vom Hause, ja, sie war noch ein Kind gewesen, als er plötzlich verschwand. Vor 4 oder 5 Jahren zu Weihnachten war die letzte Nachricht von ihm gekommen aus einer kleinen italienischen Stadt. Sonderbar, sie hatte den Namen vergessen. So redete sie noch eine Weile gleichgültige Dinge, ohne Notwendigkeit, fast ohne Zusammenhang, bis sie mit einem Mal schwieg und nun stumm dasaß, den Kopf in den Händen. Fridolin war müde und noch mehr gelangweilt, wartete sehnlich, dass jemand käme, die Verwandten oder der Verlobte. Das Schweigen im Raume lastete schwer. Es war ihm, als schwiege der Tote mit ihnen, nicht etwa, weil er nun unmöglich mehr reden konnte, sondern absichtsvoll und mit Schadenfreude. Und mit einem Seitenblick auf ihn sagte Fridolin, »Jedenfalls, wie die Dinge nun einmal liegen, ist es gut, Fräulein Marianne, dass Sie nicht mehr allzu lange in dieser Wohnung bleiben müssen.« Und da sie den Kopf ein wenig hob, ohne aber zu Fridolin aufzuschauen, »Ihr Bräutigam wird wohl bald eine Professur erhalten. An der philosophischen Fakultät liegen ja die Verhältnisse in dieser Beziehung günstiger als bei uns.« Er dachte daran, dass er vor Jahren auch eine akademische Laufbahn angestrebt, dass er aber bei seiner Neigung zu einer behaglicheren Existenz sich am Ende für die praktische Ausübung seines Berufes entschieden hatte. Und plötzlich kam er sich dem vortrefflichen Dr. Rödiger gegenüber als der geringere vor. »Im Herbst werden wir übersiedeln«, sagte Marianne, ohne sich zu regen. »Er hat eine Berufung nach Göttingen.« »Ah«, sagte Fridolin und wollte eine Art Glückwunsch anbringen, aber das schien ihm wenig angemessen in diesem Augenblick und in dieser Umgebung. Er warf einen Blick nach dem geschlossenen Fenster und ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, wie in Ausübung eines ärztlichen Rechtes, öffnete er beide Flügel und ließ die Luft herein, die, indes noch wärmer und frühlingshafter geworden, einen linden Duft aus den erwachenden fernen Wäldern mitzubringen schien. Als er sich wieder ins Zimmer wandte, sah er die Augen Mariannes wie fragend auf sich gerichtet. Er trat näher zu ihr hin und bemerkte, »Die frische Luft wird ihn hoffentlich wohltun. Es ist geradezu warm geworden, und gestern Nacht«, er wollte sagen, »fuhren wir im Schneegestöber von der Redoute nach Hause«, aber er formte rasch den Satz um und ergänzte, »gestern Abend lag der Schnee noch einen halben Meter hoch in den Straßen.« Sie hörte kaum, was er sagte. Ihre Augen wurden feucht, große Tränen liefen ihr über die Wangen herab und wieder verbarg sie ihr Gesicht in den Händen. Unwillkürlich legte er seine Hand auf ihren Scheitel und strich ihr über die Stirn. Er fühlte, wie ihr Körper zu zittern begann.
Sie schluchzte in sich hinein. Kaum hörbar zuerst, allmählich lauter, endlich ganz ungehemmt. Mit einem Mal war sie vom Sessel herabgeglitten, lag Fridolin zu Füßen, umschlang seine Knie mit den Armen und presste ihr Antlitz daran. Dann sah sie zu ihm auf mit weit offenen, schmerzlich wilden Augen und flüsterte heiß: »Ich will nicht fort von hier. Auch wenn Sie niemals wiederkommen, wenn ich Sie niemals mehr sehen soll, ich will in Ihrer Nähe leben.« Er war mehr ergriffen als erstaunt, denn er hatte es immer gewusst, dass sie in ihn verliebt war oder sich einbildete, es zu sein. »Stehen Sie doch auf, Marianne«, sagte er leise, beugte sich zu ihr herab, richtete sie milde auf und dachte, natürlich ist auch Hysterie dabei. Er warf einen Seitenblick auf den toten Vater. »Ob er nicht alles hört«, dachte er. »Vielleicht ist er nur scheintot. Vielleicht ist jeder Mensch in diesen ersten Stunden nach dem Verscheiden nur scheintot.« Er hielt Marianne in den Armen, aber zugleich etwas entfernt von sich und drückte beinahe unwillkürlich einen Kuss auf ihre Stirn, was ihm selbst ein wenig lächerlich vorkam. Flüchtig erinnerte er sich eines Romans, den er vor Jahren gelesen und in dem es geschah, dass ein ganz junger Mensch, ein Knabe fast, am Totenbett der Mutter von ihrer Freundin verführt, eigentlich vergewaltigt wurde. Im selben Augenblick, er wusste nicht warum, musste er an seine Gattin denken. Bitterkeit gegen sie stieg in ihm auf und ein dumpfer Groll gegen den Herrn in Dänemark mit der gelben Reisetasche auf der Hotelstiege. Er zog Marianne fester an sich, doch verspürte er nicht die geringste Erregung. Er flößte ihm der Anblick des glanzlos trockenen Haares, der süßlich fade Geruch ihres ungelüfteten Kleides einen leichten Widerwillen ein. Nun ertönte die Glocke draußen. Er fühlte sich wie erlöst, küsste Marianne die Hand rasch, gleich wie in Dankbarkeit, und ging öffnen. Es war Dr. Rödiger, der in der Tür stand, in dunkelgrauem Havelock, mit Überschuhen, einen Regenschirm in der Hand, mit einem den Umständen angemessenen, ernsten Gesichtsausdruck. Die beiden Herren nickten einander zu, vertrauter, als es ihren tatsächlichen Beziehungen entsprach. Dann traten sie beide ins Zimmer. Rödiger drückte Marianne nach einem befangenen Blick auf den Toten seine Teilnahme aus. Fridolin begab sich ins Nebenzimmer, um die ärztliche Todesanzeige abzufassen, drehte die Gasflamme über dem Schreibtisch höher und sein Blick fiel auf das Bildnis des weiß uniformierten Offiziers, der mit geschwungenem Säbel den Hügel hinabsprang, einem unsichtbaren Feind entgegen. Es war in einen altgoldenen, schmalen Rahmen gespannt und wirkte nicht viel besser als ein bescheidener Öldruck. Mit dem ausgefüllten Totenschein trat Fridolin wieder in den Nebenraum, wo am Bett des Vaters, die Hände ineinander verschlungen, die Brautleute saßen. Wieder ertönte die Türglocke. Dr. Rödiger erhob sich und ging öffnen. Indessen sagte Marianne unhörbar, fast auf den Boden blickend: »Ich liebe dich.« Fridolin erwiderte nur, indem er nicht ohne Zärtlichkeit Mariannes Namen aussprach. Rödiger trat wieder ein mit einem älteren Ehepaar. Es waren der Onkel und die Tante Mariannes. Einige Worte, den Umständen entsprechend, wurden gewechselt mit der Befangenheit, die die Anwesenheit eines eben Verstorbenen rings zu verbreiten pflegt. Das kleine Zimmer sah plötzlich wie von Trauergästen überfüllt aus. Fridolin erschien sich überflüssig, empfahl sich und wurde von Rödiger zur Tür geleitet, der sich zu einigen Dankesworten verpflichtet fühlte und die Hoffnung baldiger Wiederbegegnung aussprach.